Lippe, um den Euro zu erhalten. Wie das zu verstehen ist, damit werden wir uns später noch etwas eingehender beschäftigen. Blicken zunächst aber nach Griechenland. Von dort kam nämlich auch ein Versprechen, dass man noch mehr sparen werde. Die Einsparungen dürften vor allem den sogenannten kleinen Mann treffen. Griechenlands Milliardäre hingegen, von denen es nicht wenige gibt, haben sich da bislang eher einen schlanken Fuß gemacht. Der größte Teil ihrer Vermögen ist längst im Ausland. Aber immerhin, einer von ihnen hat nun eine Hilfsaktion für sein Heimatland gestartet. Ziemlich skurril, aber nicht uninteressant. Auch davon berichtet jetzt Antje Pieper. Ein griechisches Volkslied handelt von einem armen Mann, der auswandern musste. Überall in Griechenland herrscht Trauerstimmung. Von neuen Sparmaßnahmen ist die Rede, die wohl mal wieder die Kleinen treffen werden, zum Beispiel die Rentner. Dabei wissen alle, es gibt viele Griechen, die sehr wohl reich sind, aber ihr Geld am griechischen Fiskus vorbei ins Ausland gebracht haben. Der Sohn einer reichen griechischen Reederfamilie lebt in London. Doch Peter Nomikos hat hehre Ziele. Er will seinem Land die Schulden abkaufen. Griechische Staatsanleihen sind schließlich im Moment billig, weit unter Nennwert zu haben. Mit den Spenden, die wir bekommen, kaufen wir Staatsanleihen zu einem möglichst geringen Preis. Zum Beispiel, wenn Sie uns im Moment 10 Euro spenden, dann können wir griechische Schulden aufkaufen zu einem Nennwert von 90 Euro. Die werden wir dann irgendwann erlassen. Solche Rezepte, Griechenland irgendwann schuldenfrei zu machen, hat die Troika heute nicht im Gepäck, als sie den Finanzminister Stonaras traf. 11,5 Milliarden müssen eingespart werden. Neben Rentenkürzungen sollen auch Arztbesuche teurer werden. Die Kürzungen betreffen wieder soziale Gruppen, die besonders verletzlich sind. Warum? Weil der griechische Staat, der öffentliche Dienst, einer großen Umstrukturierung bedarf, die bisher nicht stattgefunden hat. Erst jetzt sollen endlich überflüssige Behörden geschlossen oder zusammengelegt werden, zum Beispiel die öffentlichen Messeorganisationen. Der griechische öffentliche Sektor kann nicht mehr so groß bleiben. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, ihn zu verkleinern, sondern ihn funktionsfähig zu machen. Höchste Zeit, ermahnte heute auch EU-Kommissionspräsident Barroso die griechische Regierung. Bei seinem ersten Besuch seit 3 Jahren versprach er dem Land den Beistand Europas, ermahnte die Griechen aber auch eindringlich. Das Schlüsselwort heißt liefern. Deliver. Das Wichtigste ist die Umsetzung der Reformvorhaben. Der griechische Staat muss endlich wieder vertrauenswürdig werden. Mangelndes Vertrauen, das sei auch ein Grund, warum einige reiche Griechen lieber spenden als Steuer zahlen, meint Peter Nomikos. Dieselben Leute, die vielleicht ihr Geld aus Griechenland abziehen, regieren auf unsere Aktion sehr positiv und spenden. Jeder Grieche könnte sich für 3.000 Euro Schulden freikaufen, rechnet er vor. Da müssten aber dann schon ziemlich viele Reiche helfen, um europäische Rettungsschirme irgendwann überflüssig zu machen.